Zeuge Tadeusz Hulój, Polen, Schriftsteller, 47 Jahre alt, 55. Verhandlungstag, 12.06.1964. 1942. Am 4. September 1942. Ja, dort sind Sie geblieben bis wann? Do 27. października 1944. Bis zum 27. Oktober 1944. Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass wir zum Zwecke einer Gedächtnisstütze Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehmen? Ja. Da geht's. Bitte. Sie waren also vom 4. September 1942 bis Ende Oktober 1944, 27. Oktober haben Sie gesagt, ja, in Auschwitz. Ja. Nachdem Sie zuvor auf der Quarantänestation in Block 11 waren, bekamen Sie welche Funktion? Ja, byłem na kwarantannie tylko dwa dni. Ich war in der Quarantäne lediglich zwei Tage. I bezpośrednio po kwarantannie dostałem się do szpitala obozowego. Und unmittelbar nach der Quarantäne kam ich in den Krankenbau des Lagers. In welchen? Block 21. 21. Oddział chirurgiczny. Chirurgische Abteilung. I nie opuściłem tego bloku do końca pobytu obozu w Oświęcimiu. Und ich verließ diesen Block nicht, bis ich das Lager Auschwitz verlassen habe. Ja. Sie waren dort in welcher Eigenschaft tätig? Ja miałem tam różne funkcje. Ich hatte dort verschiedene Funktionen. Początkowo pracowałem w nocy jako Maschinenschreiber. Schreibmaschinenschreiber. Zuerst arbeitete ich dort nachts als Schreibmaschinenschreiber. Opracowałem tam akta zgonu. Ich habe dort die Sterbeakten bearbeitet. Ja. Następnie pracowałem jako pomocnik sanitariusza. Dann hatte ich als Sanitätsgehilfe gearbeitet. Potem z powrotem wróciłem do Schreibstube. Dann kam ich wieder zurück auf die Schreibstube. Jakiś czas byłem Schreiberem w stacji dentystycznej. Einige Zeit lang war ich Schreiber auf der zahnärztlichen Station. Potem Schreiberem jednej ze sal chirurgicznego bloku na górze. Dann war ich Schreiber einer der Säle auf der chirurgischen Abteilung oben. I wreszcie zostałem Schreiberem bloku całego. Und schließlich wurde ich zum Blockschreiber des ganzen Blocks. Ja. Nun, zunächst, können Sie sich erinnern an Erschießungen, die zwischen Block 10 und Block 11 stattgefunden haben? Wenn ja, wann waren die und was haben Sie selbst dabei gesehen? Kiedy one były i co pan widział? Więc obserwowałem wszystkie wypadki łączące się z egzekucjami. Ich habe alle Fälle, die mit den Exekutionen in Verbindung standen, beobachtet. Ponieważ mój blok znajdował się prawie że naprzeciw bloku 11. Weil mein Block fast gegenüber dem Block 11 war. Z okna bloku, przy którym urzędowałem, widać było wrota dziedzińca bloku 11. Aus den Fenstern des Blocks, in dem ich gearbeitet habe, konnte man das Tor des Blocks 11 sehen. Po drugie, wiedziałem o rozstrzeliwaniach również z akt. Zweitens habe ich von den Erschießungen ebenfalls aus den Akten gewusst. Mianowicie wówczas, kiedy pracowałem na nocnej zmianie w Schreibstube. Und zwar zu der Zeit, als ich nachts in der Schreibstube gearbeitet habe. Wielokrotnie przynoszono w nocy listę ludzi, którzy mieli nazajutrz być rozstrzelani. Wurde nachts häufig die Listen von diesen Personen, die am Morgen erschossen werden sollten, gebracht. Znaczy, myśmy pisali ich już jako zmarłych, podczas gdy oni jeszcze żyli. Das heißt, wir haben sie bereits als Gestorbene geführt und während sie noch lebten. Pierwszą egzekucję pamiętam bardzo wyraźnie, bo była w dzień moich imienin.
An die erste Exekution erinnere ich mich ganz genau, weil sie an meinem Namenstag 28. Am 28. Oktober 1942. Wówczas wybrano z obozu około 260 więźniów. Damals wurden aus dem Lager ungefähr 260 Personen ausgesucht. Wszyscy pochodzili z okolic Lublina i Radomia. Alle diese Leute stammten aus der Gegend von Lublin und Radom. Byli to więźniowie, którzy byli w obozie od samego początku obozu i nowi więźniowie. Das waren Häftlinge, die von Anfang an im Lager waren und auch die neuen Häftlinge. Nie łączyła ich żadna wspólna sprawa. Keine gemeinsame Sache verband diese zwei Gruppen. Widziałem tę grupę, jak maszerowała na blok 11. Ich habe diese Gruppe gesehen, wie sie auf den Block 11 marschierte. Była prowadzona przez Raportführerów i przez oskarżonego Bogera. Diese Gruppe wurde von den Raportführern und von dem angeklagten Boger geführt. Pamiętam wyraźnie, że wówczas SDG Kler zarządził, jak zawsze zresztą w takich wypadkach, zasłonięcie okien kocami. Ich erinnere mich, dass der SDG Claire damals, wie übrigens immer in solchen Fällen, eine Anweisung gab, die Fenster mit den Decken zu verhängen. Mimo to staliśmy przy oknie bloku 21. Trotzdem standen wir am Fenster des Blocks 21. To była pierwsza egzekucja i ja jeszcze nie wierzyłem, że ci wszyscy 260 zostaną rozstrzelani. Das war die erste Exekution und ich habe noch nicht geglaubt, dass alle diese 260 erschossen werden. Tej nocy, kiedy dostaliśmy meldunki, znaczy listę numerową tych, którzy mają być rozstrzelani. Diese Nacht, als wir die Liste dieser Menschen, also die Nummern von diesen Häftlingen, die erschossen werden sollten, bekommen haben. Ktoś z Schreibstube zawiadomił dwóch znajdujących się w szpitalu więźniów, że mają być ostrzeleni. Benachrichtigte jemand aus der Schreibstube zwei von diesen Häftlingen, die im Krankenbau waren, dass sie erschossen werden sollen. Oni wiedzieli całą noc, że nazajutrz pójdą na egzekucję. Sie wussten die ganze Nacht durch, dass sie am nächsten Morgen zur Exekution geführt werden. Słuchaliśmy przez okno odgłosów egzekucji. Wir haben vom Fenster aus die Detonation der Exekution gehört. Nie detonacji, tylko tego, co się działo na dziedzińcu 11. Das, was dort auf dem Hof sich abgespielt hatte, die Geräusche der Exekution. Pamiętam, że liczyliśmy ilość trupów po wrzucaniu trupów na wóz drabiniasty, który przyjechał. Ich erinnere mich, dass wir die Leichen gezählt haben, nachdem wie sie auf den Wagen geworfen wurden. Nie widziałem, kto wówczas rozstrzeliwał. Ich habe damals nicht gesehen, wer die Erschießung vorgenommen hat. Spośród oskarżonych pamiętam, że grupę prowadził między innymi i wszedł na blok 11 oskarżony Boger. Von den Angeklagten erinnere ich mich, dass unter anderem diese Gruppe geführt hat und mit ihnen auf den Block 11 gegangen ist, der angeklagte Boger. Od tego czasu, aż do jesieni 1943 roku, prawie co tydzień obserwowałem te przemarsze na egzekucji. Seit diesem Zeitpunkt an, von diesem Zeitpunkt an bis Herbst 1943 fast jede Woche beobachtete ich die Exekutionen auf dem Block 11. Masowe egzekucje ustały dopiero w 1944 roku. Die Massenexekutionen hörten lediglich 1944 auf. Czy mam jeszcze o przebiegu egzekucji? Soll ich noch über den Verlauf der Exekution berichten? Ja, ich wollte von dem Zeugen gern wissen, ob er Einzelheiten gesehen hat, insbesondere wer geschossen hat und wie sich das abwickelte, falls er es gesehen hat. Nie, nie widziałem. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das haben Sie nicht gesehen. Widziałem tylko w 1943 roku, pod koniec 1943 roku, na naszym bloku utworzono tak zwane archiwum na strychu. Ende 1944 Moment, nein, ich möchte jetzt hier zunächst mal dabei bleiben. No, to jest, ja chciałem powiedzieć, że z tego okna
obserwowałem wyprowadzanych na egzekucję, ale mur już zasłaniał tego, co aus diesem Fenster wollte ich sagen, dass ich die Exekution beobachtet habe, aber die Mauer hat bereits den Blick verdeckt. Der angeklagte Boger ist vermutlich überhaupt erst im Februar 1943 in das Lager gekommen. Und deshalb scheint es zweifelhaft zu sein, ob Sie am 28. Oktober 1942 ihn bereits dort haben sehen können. Oskarżony Boger prawdopodobnie przybył do obozu w lutym 1943 roku, więc nie wydaje się prawdopodobne, żeby pan mógł go widzieć 28 października 1942 roku. Wprawdzie ja byłem wówczas młodym więźniem i nie znałem nazwisk, ale to mi utkwiło w pamięci, że to był SS-man, który jechał, prowadził ze sobą rower. Obwohl ich damals ein junger Häftling gewesen bin, das blieb mir ganz genau im Gedächtnis und ich wusste, dass der SS-Mann, der ein Fahrrad geführt hat, że potem, gdy go spotykałem, rozpoznawałem w nim dass ich ihn später, als ich ihn später traf, in Boga erkannt habe. Ja nie chciałbym tu nic mówić z tego, co się dowiedziałem potem z literatury o obozie. Chciałbym się ograniczyć do tego, co widzę. Ich möchte hier nichts sagen, was ich später aus der Literatur erfahren habe. Ich möchte mich nur darauf beschränken, was ich hier selbst weiß. Ja, selbstverständlich. Also Sie bleiben dabei, dass bereits am 28. Oktober 1942 Boger diese Gruppe der Häftlinge, die exekutiert werden sollten, zusammen mit dem Rapportführer angeführt hat. Wedle mojego przekonania był to Boger. Nach meiner Überzeugung war das Boger. Sie haben außerdem früher gesagt, diese Häftlinge seien aus dem Gebiet von Lublin und Chamosz gekommen. Tak jest. Radom. Radom und Zamość. Radom und Zamość. Lublin, Radom und Zamość. Nun, was wissen Sie von dieser ukrainischen Häftlingsgruppe, die anscheinend in dem Lager ziemlich viel hat von sich reden machen? Ja spotkałem tych wszystkich przywódców grupy ukraińskiej zupełnie przypadkowo w oddziale politycznym. Ich habe alle die Führer dieser ukrainischen Gruppe całkiem przypadkowo, tak, ganz zufällig in der politischen Abteilung getroffen. Było to w roku 1943. Das war im Jahre 1943. Musiała być to jakaś późna wiosna. Es musste so spät Frühling gewesen sein. Po apelu wieczornym zawezwano mnie do oddziału politycznego. Nach einem Abendappell wurde ich auf die politische Abteilung bestellt. Nie wiedziałem, o co chodzi. Ich wusste nicht, um was es sich handelt. Na korytarzu zastałem 11 lub 12 więźniów. Auf dem Korridor traf ich 11 oder 12 Häftlinge vor. Przed którymi defilował pracownik oddziału politycznego Lachmann. Vor ihnen defilierte ein Mitarbeiter der politischen Abteilung, Lachmann. Był pijany. Er war betrunken. Pytał mnie się, z jakiego powodu zostałem wezwany. Er fragte mich, aus welchem Grunde ich gerufen wurde. Powiedziałem, że nie wiem. Ich antwortete ihm, ich weiß es nicht. Lachmann powiedział, że ja na pewno należę też do grupy Bandery, da bo moje nazwisko brzmi po ukraińsku. Er sagte mir daraufhin, ich gehöre sicherlich zur Bandera-Gruppe, weil mein Name ukrainisch klingt. Pytał potem następnie wszystkich tam obecnych więźniów, er fragte danach alle dort anwesenden Häftlinge, wer sie seien. Ja dzisiaj nazwisk tych więźniów nie pamiętam. Ich kann mich heute an den Namen dieser Häftlinge nicht erinnern. Byli oni wezwani przez specjalną komisję Gestapo. Sie waren von einer Sonderkommission der Gestapo bestellt. Das waren zwei Herren aus Krakau. Aus der Zentrale. Byli to wszyscy ministrowie tak zwanego rządu Bandery. Das waren alles Minister der sogenannten Bandera-Regierung. Ich przesłuchanie trwało do około pierwszej godziny w nocy. Ihr Verhör dauerte ungefähr bis 1 Uhr nachts. Każdy, który wracał z tego przesłuchania, był pytany znowu przez Lachmana, jak mu się powiodło. Jeder, der wieder zurück vom Verhör kam, wurde von Lachmann gefragt, wie es ihm
gelungen ist. Zrozumiałem, że tu nie chodzi o przesłuchania za przestępstwa popełnione w obozie, a przeciwnie. Ich habe verstanden, dass es sich dabei nicht um die Verbrechen, also Vergehen, die im Lager begangen sind, handelt, sondern umgekehrt. O rokowania z tą grupą. Um Verhandlungen mit dieser Gruppe. Byli to więźniowie, tak zwani prominenci. Das waren die Häftlinge, die sogenannte Häftlingsprominenz waren. Pamiętam, że to było na początku 43 roku. Ich erinnere mich, das war Anfang 1944. Po masowym rozstrzelaniu kilku komand w obozie centralnym, oni otrzymali wszystkie placówki zajmowane poprzednio przez Polaków. Bekamen sie alle Stellungen, die vorher von den Polen bekleidet wurden, nach den Massenerschießungen, die in einzelnen Kommandos durchgeführt wurden. Wiedzieliśmy, że są w kontakcie z oddziałem politycznym. Wir wussten, dass sie in Verbindung mit der politischen Abteilung stehen. Po prostu widzieliśmy, jak wychodzą do oddziału politycznego na przesłuchanie. Wir haben einfach gesehen, wie sie zur politischen Abteilung gingen, zum Verhör. Byli między nimi ludzie bardzo porządni jako więźniowie. Darunter waren Menschen, die sehr anständig als Häftlinge waren. Znałem tylko jednego z nich. Ich kannte nur einen von ihnen. Zdaje się, ministrem zdrowia. Er war, glaube ich, ein Gesundheitsminister in der Bandera-Gruppe. Była to grupa traktowana przez Polaków wrogo. Diese Gruppe wurde von den Polen feindlich behandelt. Była to grupa utworzona w celach dywersyjnych przez Das war eine Gruppe, die von den SS-Behörden für Diversionszwecke organisiert wurde. Grupa wyraźnie Diversion. Diversion. Była to grupa wyraźnie nacjonalistyczna. Das war eine Gruppe, die offensichtlich nationalistisch war. Nastawiona przeciwko Polakom i Żydom. Die gegen Polen und Juden angestellt war. Osobistego kontaktu z tą grupą nie miałem. Eine persönliche Verbindung mit dieser Gruppe hatte ich nicht. Kannten Sie den Bandera selbst? Nie. Nein. Haben Sie gesprächsweise von dem Schicksal der Brüder Bandera etwas gehört? Wiedziałem, że było dwóch braci Banderów w obozie. Ich wusste, dass zwei Brüder Bandera im Lager waren. Wiem, że jeden zmarł w szpitalu. Ich weiß, dass einer von ihnen, w 43 roku, glaube ich, 1943 im Krankenbau gestorben ist. O historii drugiego Bandery dowiedziałem się z prasy frankfurckiej. Von der Geschichte des zweiten Bandera habe ich aus der Frankfurter Presse erfahren. Wiem natomiast, że ta sprawa była również badana przez sąd polski. Ich weiß ebenfalls, dass diese Angelegenheit von einem polnischen Gericht untersucht wurde. Kannten Sie den hier vernommenen Zeugen Kral? Znalpan? Nie. Nein. Sie haben uns erzählt von dieser Exekution am 28.10.1942. Können Sie sich noch an ähnliche Exekutionen erinnern? Tak jest. Jawohl. Nämlich am. Przypominam sobie oczywiście tylko te większe egzekucje. Ich erinnere mich natürlich nur an die größeren Exekutionen. Ja. Pamiętam egzekucje. Ich erinnere mich an eine Exekution. W jesieni 43 roku. Im Herbst 1943. W której rozstrzelano prawie wszystkich, byśmy to nazwali, naturalnych przywódców polskich w obozie. Bei der fast alle natürlichen und zum Schluss und beendend mit dem sozialistischen Rechtsanwalt aus Krakau, Woźniakowski. W obozie mówiono, niech mi wolno powiedzieć, że mówi się i dzisiaj, i czyta się dzisiaj, że oni zostali rozstrzelani za udział w tajnej organizacji w obozie. Man sagte damals im Lager, wenn ich mich so ausdrücken kann, man spricht auch heute davon, dass sie wegen Zugehörigkeit zu einer Geheimorganisation im Lager erschossen wurden. Oni byli o to podejrzani. Sie wurden verdächtigt. Nikt im tego nie udowodnił. Niemand hat ihnen das bewiesen. I to nie był ten wypadek. Und das war auch nicht der Fall. To była taka sama akcja, jak poprzednio wiele obserwowałem, jeszcze będąc na wolności.
Das war genauso eine Aktion wie die, die ich beobachtet habe, als ich noch in der Freiheit war. Chodziło po prostu, aby w obozie unieszkodliwić tę warstwę więźniów, którzy mogliby organizować jakikolwiek ruch. Es ging darum, im Lager diese Schicht zu vernichten, deren möglich wäre, eine Widerstandsbewegung im Lager zu organisieren. Haben Sie der Widerstandsbewegung im Lager angehört? Tak jest. Jawohl. Was war Ziel und Aufgabe dieser Widerstandsbewegung? Nasza organizacja ruchu oporu postawiła sobie za cel przeciwstawienie się temu, co robiło SS. Unsere Organisation im Lager hatte als Ziel, den Widerstand zu leisten dem, was im Lager geschah. Przede wszystkim chodziło o ratowanie życia i zdrowia więźniów. In erster Linie handelt sich darum, das Leben und die Gesundheit der Häftlinge zu retten. Niemożliwy był jakikolwiek ruch oporu przy ludziach, którzy ważyli po 40 kg. Es war unmöglich, eine Widerstandsbewegung zu haben unter den Menschen, die 40 kg wiegen. Myśmy szmuglowali do obozu poważne ilości lekarstw. Wir haben eine größere Menge der Medikamente ins Lager eingeschmuggelt. Żeby ratować przynajmniej tych, których dało się jeszcze uratować. Wenigstens die zu retten, bei denen es noch ging. Organizowaliśmy żywność dla potrzebujących. Wir organisierten Lebensmittel für die Bedürftigen. Dawaliśmy informacje o sytuacji, żeby i duchowo ich w jakiś sposób wir poprzeć. Gaben ihnen die Nachrichten über die allgemeine Lage, damit man sie moralisch etwas aufrichtet. Ja. Chcieliśmy przede wszystkim, aby ci, którzy należeli do pomocniczego aparatu SS, funkcyjni, którzy byli bandytami, kryminalistami, żeby na ich miejscu byli uczciwi, porządni, polityczni. Wir bemühten uns darum, dass im Hilfsapparat der SS, also dass an die Stellungen, die von Funktionshäftlingen bekleidet wurden, die kriminell waren, dass diese Stellen von anständigen Häftlingen übernommen werden. Musieliśmy również sparaliżować aparat pomocniczy oddziału politycznego. Wir mussten ebenfalls den Hilfsapparat der politischen Abteilung lahmlegen. Mianowicie całą sieć wywiadu, który organizował oddział polityczny w obozie. Und zwar das ganze Nachrichtennetz, das im Lager organisiert wurde. Mianowicie ta sieć szpiegów oddziału politycznego organizowała szereg prowokacji, które kosztowały setki więźniów. Das Agentennetz von der politischen Abteilung ausgeleitet organisierte eine Reihe von Aktionen, die das Leben vieler Häftlinge zu Opfer nahmen. War es auch Aufgabe der Widerstandsbewegung, eventuell mit Gewalt dieses Lager zu zerstören oder die Flucht durch einen Massenaufstand zu ermöglichen? Mówiło się o tych sprawach w 1944 roku. Man sprach darüber im Jahre 1944. Było to po konferencji, która odbyła się w Oświęcimiu pomiędzy komendanturą obozu a przedstawicielami Wehrmachtu. Das war nach einer Konferenz, die im Lager stattfand zwischen der Lagerkommandantur und den Vertretern der Wehrmacht. Było to na początku 1943 roku. Das war Anfang 1944. Myśmy otrzymali wiadomość o takiej naradzie. Wir haben Nachricht von so einer Verhandlung erhalten. Wysłaliśmy tę wiadomość do Polski. Wir haben diese Nachricht nach Polen geschickt. Ona została przekazana przez tajną stację radiową do Londynu, do BBC. Sie wurde durch einen Geheimsender nach London zu BBC weitergebracht. Została ogłoszona przez BBC. Diese Nachricht wurde durch BBC veröffentlicht. O stanie zagrożenia obozu. Und zwar über die Bedrohung, über den Gefahrzustand, über die Gefahr, die dem Lager droht. Wieso drohte dem Lager eine Gefahr und was war der Inhalt dieser Besprechung? Mianowicie to nie myśmy pierwsi myśleli o jakimś starciu zbrojnym.
Wir waren nämlich nicht die Ersten, die von einem bewaffneten Aufstand dachten. Nein, nie nicht mieliśmy do tego żadnych możliwości wówczas i sił. Wir hatten keine Möglichkeiten und eine Kraft dazu. A tematem tej konferencji był tak zwany plan zabezpieczenia obozu. Das Thema dieser Besprechung war ein Plan der Sicherung des Lagers. W tym planie omawiano, co należy zrobić z więźniami żyjącymi w obozie. In diesem Plan handelt es sich darum, was mit den Häftlingen, die im Lager leben, na wypadek zu tun zbliżenia ist, się frontu czy bombardowania. Im Falle der Näherung der Front oder eines Angriffes, Bombenangriffes. Planowano użycie oddziałów również Wehrmachtu. Man plante ebenfalls die Wehrmachtseinheiten einzusetzen. Myśmy to rozumieli w jednolity sposób, aby zniszczyć świadków zbrodni, albo zniszczyć więźniów. Wir haben das so verstanden, einheitlich so verstanden, dass es darum geht, die Zeugen der Verbrechen zu vernichten. Ja. Nun sagen Sie bitte, Sie haben uns außer dieser Erschießung vom 28.10.42 die Erschießung der Intelligenzgruppe im Herbst 1943, kann das am 11. Oktober gewesen sein? Tak jest. Ja, jawohl. Gesprochen. Wissen Sie auch, dass am 25. Juni eine Gruppe von dem sogenannten Vermessungstrupp hingerichtet worden ist? Jawohl. Und am 19.07.43 ebenfalls von diesem Vermessungskommando einige Häftlinge aufgehängt worden sind. 12 zostało powieszonych, 13 zostało rozstrzelanych z tej 12 wurden aufgehängt und 13 wurden erschossen von dieser Gruppe. Ja. To była też działalność oddziału politycznego jako całości. Das war ebenfalls die Tätigkeit der politischen Abteilung als Ganze. Mianowicie to było komando, które miało możliwość dość swobodnego poruszania się w terenie. Das war nämlich ein Kommando, das in verhältnismäßig große Möglichkeit hatte, sich frei im Lager zu bewegen. Und nach außen nach außerhalb des Lagers zu bewegen. Przez to komando właśnie szły owe ładunki żywności, o których tu mówiłem. Durch dieses Kommando gingen eben diese Lebensmittelsendungen, von denen ich vorher sprach. Oddział polityczny chciał za wszelką cenę te kontakty wykryć. Die politische Abteilung wollte auf jeden Preis diese Verbindungen aufdecken. Posłużono się prowokacją. Man benutzte dabei die Provokation. Dano do tego komanda agenta oddziału politycznego, więźnia. Man steckte in dieses Kommando einen Provokateur, einen Agenten, einen Häftling, który przedstawiał się tam jako członek ruchu oporu. Der sich dort als Mitglied der Widerstandsbewegung vorgestellt hat. Dał ludziom zatrudnionym w tym komandzie nawet złoto. Er gab sogar diesen Menschen, diesen Häftlingen, die im Kommando beschäftigt waren, Gold, które pochodziło od zagazowanych z Kanady. Das von den Vergasten aus Kanada stammte. Pod tym pretekstem, aby oni to przekazali, jak mówiło się w obozie, na wolność dla rodzin porozstrzelanych więźniów. Unter dem Vorhaben, dieses Gold soll nach außen gebracht werden, um den Familien der Erschossenen zu helfen. Chodziło o złapanie tych kontaktów z ludnością cywilną. Es ging darum, die Kontakte mit der Zivilbevölkerung dadurch aufzudecken. Po paru dniach schwycono łączniczkę, kobietę, cywilną osobę. Nach einigen Tagen wurde eine Verbindungsfrau entdeckt. To była von außen, eine prosta kobieta z okolicy Oświęcimia, która organizowała ten przerzut żywności. Das war lekarstw. Eine einfache Frau aus der Gegend von Auschwitz, die diese Übermittlung der Lebensmittel organisiert hat. Ponieważ część więźniów wtajemniczona bała się, że przy przesłuchaniach wyjdzie ich udział w tej akcji. Da ein Teil der Häftlinge, die auch dabei waren, Angst hatten, dass bei den Verhören auch ihre Rolle zum Ausdruck kommt, zorganizowała ucieczkę. Organisierten sie die Flucht. Ucieczka udała się również dzięki temu, że upito
oszołomiono post, znaczy SS-mana, który ich pilnował. Die Flucht gelang auch dadurch, dass man einen Posten, einen SS-Mann, der sie bewachte, betrunken gemacht hat. W ramach zbiorowej odpowiedzialności aresztowano całe komando wiernicze. Im Rahmen einer Sammelverantwortung wurde das ganze Kommando verhaftet. I jak powiedziałem, 13 rozstrzelano, a 12 powieszono. Und wie ich bereits gesagt habe, 13 davon wurden erschossen und 12 aufgehängt. Bei dieser Exekution am 11. Oktober 1943, von der Sie uns gesprochen haben, haben Sie da ebenfalls den Angeklagten Boger gesehen? Ja, widziałem go tak samo, jak prowadził tę grupę do bunkra. Ich habe ihn ebenfalls gesehen, wie die Gruppe in den Bunker geführt hat. Haben Sie die Erschießungen selbst beobachten können oder war Ihnen das auch da nicht möglich? Osobiście mogłem widzieć tylko fragment, znaczy ja widziałem z okna bloku. Ich persönlich konnte lediglich ein Fragment beobachten. Z okna bloku 21 ze strychu widać było czarną ścianę. Aus dem, vom Fenster aus, aus dem Speicher, konnte man die schwarze Wand sehen. I część ściany bloku 11. Und ein Teil der Wand des Blocks 11. Widziałem tylko skutki egzekucji. Ich habe lediglich die Folgen der Exekution gesehen. Widziałem krew, która mimo, że dziedziniec był piaskiem wysypany, wylewała się spod bramy na bloku 11. Ich habe das Blut gesehen, das, obwohl der Hof mit Sand bestreut war, außerhalb des Tors rausfloss. I ładowanie rozstrzelanych na wóz. Und ich habe auch gesehen, wie die Erschossenen auf die Wagen verladen wurden. Konnten Sie auch sehen, wer geschossen hat? Nie. Nein. Nicht. Können Sie überhaupt sagen, dass Boger irgendwo einmal geschossen oder sonst einen Menschen zu Tode gebracht hat? Sam tego nie widziałem. Ich selbst habe das nicht gesehen. Nie. Ale o tym mówiono powszechnie, zwłaszcza przy bardziej masowych rozstrzeliwaniach. Aber darüber sprach man im Allgemeinen, besonders bei den Massenerschießungen. Nie. Nun, was wurde denn von den Erschossenen für eine Todesursache in die Papiere eingetragen? To było automatyczne fałszerstwo. Das war eine automatische Fälschung. Każdy z piszących te papiery zmarłego miał przed sobą listę, na których było kilka diagnoz. Jeder, der solche Listen mit Todesursachen aufgestellt hatte, hatte vor sich eine Liste mit einigen Diagnosen. I pisał 10, 20, 50 diagnoz tych samych, zmieniając tylko czas śmierci. Und schrieb so 20, 30, 40, 50 Diagnosen, die gleichen, lediglich das Zeitpunkt des Todes geändert wurde. Man hat also in all diesen Fällen, die Sie da beobachtet haben, nicht etwa hineingeschrieben, erschossen aufgrund eines Befehls oder aufgrund eines Urteils oder sowas, sondern man hat einfach eine natürliche Todesursache als Todesursache angegeben. Tak jest. Nasza Szejbstuba dostawała tylko listę numerów ludzi rozstrzelanych. Jawohl, unsere Schreibstube bekam lediglich die Liste der Nummern von den Erschossenen. Ja. Wyciągaliśmy ich kartoteki i na podstawie danych personalnych sporządzało się fałszywe. Wir suchten ihre Karteikarten aus und anhand der Personalangaben wurden dann die falschen Todesursachen eingetragen. Ale jeśli wolno mi dodać, chciałbym powiedzieć o jednym bardzo znamiennym fakcie. Aber wenn ich etwas hinzufügen darf, dann möchte ich von einem wichtigen von einer wichtigen Einzelheit erzählen. Pod koniec 1943 roku Ende 1943 oskarżony Boger przyszedł do Scheibstube na 21. Block. Kam der angeklagte Boger in die Scheibstube des Blocks 21. Wann war das? To zdaje się był koniec 1943 roku. Ich glaube, das war Ende 43. Ja. Zabrał ze Scheibstube tak zwaną Księgę Zmarłych. Nahm aus der Scheibstube das sogenannte Totenbuch.
I szereg innych dokumentów, których dzisiaj dokładnie nie pamiętam, ale ten na pewno tak. Und eine ganze Reihe von Dokumenten, an die ich mich jetzt nicht genau entsinnen kann, aber das Totenbuch ganz bestimmt. W każdym razie takich, na których mogły być ewentualne notatki któregoś z ze Schreiberów, że to były nie naturalne wypadki śmierci. Ebenfalls auf jeden Fall solche Dokumente, auf denen eventuelle Vermerke eines Schreibers sein konnten, dass der Häftling nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Te dokumenty były zabrane do baraku oddziału politycznego. Diese Dokumente wurden in die Baracke der politischen Abteilung gebracht. Który po paru dniach został podpalony przez oddział polityczny. Und diese Baracke wurde nach einigen Tagen von der politischen Abteilung in Brand gesetzt. Łączyło się to chyba, nie mogę na pewno powiedzieć, z tą zapowiedzianą wizytą komisji specjalnej, która przyjechała. Es stand wahrscheinlich, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, in Verbindung mit der mit dem Besuch einer Sonderkommission. Die kommen sollte. Wiem, że dochodziło do sporów pomiędzy oddziałem politycznym a Standortarztem. Ich weiß, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Standortarzt und der politischen Abteilung gekommen ist. Na temat obciążania konta Standortarzta ludźmi rozstrzelanymi, zaszpilowanymi i zagazowanymi. Darüber, dass das Konto des Standortarztes damit belegt wird, mit den Fällen belegt wird, belastet wird, mit den Fällen, die aufgrund der, der Abspritzung getötet wurden. Ja, nun, Sie haben jetzt also da von diesen Tötungen durch Injektion gesprochen. Und da möchte ich von Ihnen gern wissen, ob Sie etwas darüber sagen können, wie es zu diesen Injektionen kam, wer da die Häftlinge ausgesucht hat, warum gerade diese Häftlinge ausgesucht worden sind und wer sie ums Leben brachte. Więc ja obserwowałem kilkanaście, ale pamiętam kilka selekcji więźniów. Ich habe also einige Szene von Exekutionen beobachten, aber ich Selektionen beobachtet, aber ich erinnere mich an einige davon. Pierwszą selekcję, którą widziałem, była bezpośrednio po moim przybyciu, więc to musiało być gdzieś we wrześniu 42 roku. Die erste Selektion, die ich beobachtet habe, war unmittelbar nach meiner Ankunft im Lager, also es musste irgendwann im September 1942 gewesen sein. Było to tym bardziej wstrząsające, że szpital był po tej słynnej wybiórce do gazu, która zdaje się w sierpniu 1942 roku. Haben Sie sich da nicht versprochen, eben im September 1942. Ja. Było to w jakiś czas po tym generalnym odwrzeniu w obozie, także szpital był prawie że pusty. Der Krankenbau war fast leer, weil das nach dieser bekannten Entlausung gewesen ist. I więźniowie bali się meldować jako chorzy. In August des gleichen Jahres und die Kranken hatten Angst, sich als Kranke zu melden. Meldowali się rzeczywiście już ciężko chorzy lub muzułmani, tak zwani. Es meldeten sich nur solche, die wirklich sehr schwer krank waren und die sogenannten Muzulmänner. Ja pracowałem w ten czas w nocy. Ich arbeitete damals nachts. I w dzień widziałem na bloku 21 w lewej sali na górze. Und am Tage sah ich im Block 21 im linken im Saal links oben jednego z lekarzy więźniów, który mierzył gorączkę kilku więźniom. Einen Häftlingsarzt, der bei einigen Häftlingen Temperatur gemessen hat. W ten czas widziałem po raz pierwszy przy tej robocie oskarżonego Klera. Ich habe damals zum ersten Mal bei dieser Arbeit den angeklagten Kler gesehen. Mianowicie on wszedł na salę. Er kam nämlich in den Saal herein. Zabrał karty tych chorych. Nahm die Karten von diesen Kranken.
Następnie tych chorych widziałem, jak Schreiber bloku, Kowalewski nazywał się, odprowadził na blok 20. Und ich sah dann später diese Kranken, wie sie von dem Schreiber des Blocks, Kowalewski hieß er, geführt wurden. Nie widziałem, czy Kler ich zaszpilował, nie wchodziłem na blok 20. Na blok 20. Tak, nie wchodziłem w ten czas na blok 20, bałem się po prostu. Byłem parę dni w obozie. Ich weiß nicht, ob sie abgespritzt wurden. Ich ging nicht auf den Block 20. Ich war einige Tage im Lager und ich hatte Angst. Sądzę, że wiązało się to, ten wypadek, z wysoką wizytą, która nastąpiła następnego dnia czy po dwóch dniach. Ich nehme an, dass dieser Fall in Verbindung stand mit einem hohen Besuch, der am nächsten Tag oder an anderen, ich weiß es nicht mehr genau, stattgefunden hat. Mianowicie również SDG kazał przynieść z magazynu świeżą pościel. SDG befahl ebenfalls aus dem Magazin frische Bettbezüge zu bringen. I wszystkie sale na dole bloku zostały wyporządkowane, wymyte, wyszorowane. Und alle Säle unten im Block wurden sauber geschrubbt und in Ordnung gebracht zum Empfang der Gäste. Chciałbym powiedzieć, że ja wiem, kto to był w tej wysokiej wizycie, ale dowiedziałem się dopiero po wojnie. Ich möchte sagen, dass Grawitz, Chef lekarzy SS. Ich möchte dabei sagen, dass ich weiß, wer um wen sich bei diesem hohen Besuch handelte, aber ich habe das später nach dem Krieg erfahren. Das war Grawitz, Chef der SS-Ärzteschaft. Mianowicie to była już taka praktyka. Przy każdej wizycie, która przychodziła do obozu, albo przedtem była selekcja, żeby usunąć z obozu tych tak zwanych muzułmanów, albo ich zamykano w pralni, a pokazywano tylko tych dobrze wyglądających. Das war nämlich so eine Sitte im Lager, dass man vor einem so einem hohen Besuch die Selektion durchgeführt hat, um die Schwachen zu entfernen. Oder man hat die Muselmänner in der Wäscherei eingesperrt und sie wurden erst nach dem Besuch wieder entlassen. Oskarżony Kler zrobił mnie sam świadkiem swoich zabiegów. Der angeklagte Kler machte selbst mich selbst zum Zeugen seiner Behandlungen. Mianowicie było to właśnie po tym wielkim rozstrzeliwaniu 28 października 1942 roku. Das war nämlich nach dieser großen Erschießungsaktion am 28. Oktober 1942. Mieliśmy wszyscy od pisania tak popuchnięte palce, że nawet poranione. Wir alle hatten nach dem vielen Schreiben die Finger dermaßen dick geschwollen gehabt, dass sie direkt wie Wund aussahen. Oskarżony Kler szukał wówczas, nie wiem dlaczego, któregoś z więźniów, który potrafi malować. Der angeklagte Kler suchte damals, ich weiß nicht aus welchem Grunde, einen Häftling, der malen kann. Znalazł jednego z więźniów, nazywał się Halek. Er fand einen Häftling, der hieß Halek. Zaproponował mu, żeby robił z kimś na spółkę abażury do lamp dla niego. Und er machte ihm einen Vorschlag mit einem anderen zusammen, die Lampenschirme auszufertigen. Ja się zgłosiłem, bo nie mogłem już pisać na maszynie. Ich habe mich gemeldet, weil ich nicht mehr in der Lage war, Schreibmaschine zu schreiben. I przez parę tygodni robiliśmy te. Und einige Wochen lang haben wir diese Lampenschirme. Siedząc na górze na 21. bloku. Gemacht, wobei wir oben auf dem Block 21 waren, saßen. I stąd mieliśmy możliwość obserwowania wszystkiego, co tam się wówczas działo. Und dabei hatten wir die Gelegenheit, alles, was sich dort abspielt, zu beobachten. Ja specjalnie interesowałem się oskarżonym Klerem. Ich habe mich besonders für den angeklagten Kler interessiert. Mianowicie natychmiast po moim przybyciu do obozu chciałem się dowiedzieć, co stało się z najstarszym członkiem mojej rodziny, który był poprzednio aresztowany. Weil ich unmittelbar nach meiner Ankunft im Lager mich bemüht hatte zu erfahren, was mit dem ältesten Mitglied meiner Familie geworden ist, der vorher verhaftet wurde. Powiedziano mi, że został zaszpilowany przez Klera. Man hat mir erzählt, dass er vom Kler abgespritzt wurde. Był to profesor Stanisław Weimer z Krakowa. Das war Professor Stanisław Weimer aus Krakau.
Bardzo proszę Wysokiego Sądu, żeby zrozumiał, że ja nie ze zemsty chcę składać zeznania na Klerę. Ich bitte das Hohe Gericht zu verstehen, dass ich nicht aus Rachegefühlen jetzt eine Aussage gegen Kler machen will. To jest los każdej prawie polskiej rodziny. Ja straciłem 7 osób w obozach koncentracyjnych. Das ist das Schicksal fast jeder polnischen Familie. Ich habe 7 Personen meiner Familie verloren. Osobiście nie doznałem żadnej krzywdy od Klera. Ich persönlich habe von Claire nicht, mir persönlich hat Claire nichts zu leide getan. Ale widziałem następnie w chyba to był listopad 42. Ich habe dann, das war glaube ich November 1942, dwie selekcje, które przeprowadzał Claire przy pomocy Lagerarztu. Znaczy Lagerarzt przy pomocy Claire. Zwei Selektionen beobachtet, die von Claire mit Hilfe des Lagerarztes, also umgekehrt, die der Lagerarzt mit Hilfe von Claire durchgeführt hat. W czasie jednej selekcji wybrano kilkudziesięciu, nie pamiętam, z mojego bloku. Ile kilkadziesiąt, trudno przyznać. 20-30 osób. Bei einer Selektion wurden 20-30 Personen ausgesucht. Ich na, weiß. Na szpile. Für das Abspritzen. W czasie drugiej około 100 osób na zagazowanie. Bei der zweiten Selektion ungefähr 100 Personen zur Vergasung. Ja nie jestem w stanie dzisiaj podać, przy której selekcji widziałem Klera w następujący sposób. Przy której z tych dwóch selekcji? Ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, bei welche dieser Selektionen ich den Kler gesehen habe. Odbywały się one na bloku 21 na górze w prawej sali. Die fanden auf dem Block 21 oben im Saal rechts. To była tak zwana brudna chirurgia. Das war eine sogenannte schmutzige Chirurgie. Gdzie leżały rzeczywiście ciężkie wypadki. Wo wirklich schwere Fälle lagen. My staraliśmy się przed każdą selekcją ukrywać tych ludzi, którym groziła śmierć. Wir versuchten vor jeder solche Selektion diese Menschen zu verstecken, denen der Tod drohte. To przy SDG Klerze było prawie że niemożliwe. Das war bei SDG Kler fast unmöglich. Pamiętam, że właśnie w czasie jednej z tych selekcji on miał karty blokowe w ręku. Ich erinnere mich, dass bei einer solchen Selektion die Karten in der Hand hatte. I chodził wzdłuż defilujących und więźniów. Die Reihe der vorbei marschierenden Häftlinge entlang. Podczas gdy Lagerarzt, ten czas był zdaje się Entres, siedział przy stoliku. Während der Lagerarzt, ich glaube damals war es Entres, am Tisch saß. I patrzył tylko na kartę chorych. Und nur die Krankenkarten sich anschaute. Ale Claire sprawdzał, czy wszyscy chorzy defilują przed Lagerarzt. Aber Claire prüfte, ob alle Kranken vor dem Lagerarzt vorbeimarschieren. Mianowicie każdy Schreiber z każdej sali miał tabelę stanu. Weil es war so, der Schreiber jedes Saals eine Tabelle der Stärke dieses Saals hatte. I musiała się zgadzać liczba und die Zahl chorych, musste którzy byli dann na tej sali z tym, którzy defilowali. Die Zahl der Kranken, die sich im Saal befanden, mit der Zahl derjenigen Häftlinge, die vorbeigingen, musste stimmen. Więc było niemożliwe kogokolwiek ukryć. Es war also unmöglich, irgendjemand zu verstecken. Podobną selekcję widziałem w mniejszych rozmiarach, to było też parę osób, z mojego bloku parę osób. To było gdzieś pod koniec grudnia 1942 roku. Habe ich beobachtet, das war im Dezember 1942. Bei der einige Häftlinge aus meinem Bloku, von meinem Block waren. Znaczy, ja nie widziałem osobiście samego procederu szpilowania. Ich habe also den Verlauf, den eigentlich Verlauf des Abspritzens nicht gesehen. Widziałem sposób wybierania. Ich habe nur die Art der Selektion gesehen. Widziałem, jak ci chorzy szli na Spritze na 20. Block. Ich habe gesehen, wie diese Kranken zum Abspritzen auf den Block 20 gingen. Albo jak byli ładowani na auta, aby beziehungsweise wie sie auf die Autos verladen wurden. Celem zagazowania. Um vergast zu werden. Rola Klera była tu bardzo aktywna we wszystkich wypadkach. Die Rolle von Claire war bei allen diesen Fällen sehr aktiv.
Gdyby nie on, na pewno dałoby się uratować wielu, wielu z tych. Wenn er nicht dabei gewesen wäre, hätte man bestimmt die Möglichkeit gehabt, viele, viele von diesen Menschen zu retten. Ja. Nun sagen Sie bitte, haben Sie auch sogenannte Selektionen miterlebt, an denen kein Arzt mitwirkte, sondern lediglich Claire bestimmte, wer hier umgebracht werden sollte und wer nicht? Ja, ta selekcja, o której opowiadałem, ta pierwsza selekcja, że Claire wszedł na salę, ja, nie było nikogo więcej. Diese erste Selektion, von der ich erzählte, dass Claire in den Saal kam, da war niemand dabei. Also das war im September 1942, tak, musiało vor diesem hohen Besuch. Koło połowy września 42. Das musste so um die Mitte September 1942 ja. gewesen sein. Da war er allein, da hat er also keinen Arzt zugezogen. Nie było żadnego Lagerarztu. Es war kein Lagerarzt dabei. Sie wissen natürlich nicht, oder ich will so fragen, können Sie wissen, ob Claire diese von ihm vorgenommene Selektion hinterher noch von einem Arzt hat bestätigen lassen, oder dass der Arzt überhaupt in Kenntnis gesetzt wurde, oder? Nie wiem, nie mogę powiedzieć. Das weiß ich nicht. Das können Sie nicht wissen. Aber diese Leute, die da ausgesucht worden sind, wurden auch später auf der Karteikarte abgeschrieben? Tak jest. Jawohl. Tak jest. Und mit einem der üblichen falschen Todesursachen als Jawohl. Gestorben gemeldet? Jawohl. Nun, sagen Sie bitte, wann waren denn diese Tötungen durch Injektionen und wann hörten sie auf? No, jak ja przyszedłem do obozu w wrześniu 42 roku, to one były w pełnym biegu. Als ich im September 1942 ins Lager kam, da waren sie in voller Stärke. Nie pamiętam tego okresu, kiedy one odbywały się na bloku 28. Nie pamiętam. Nie pamiętam tego okresu. Nie było. Ich erinnere mich nicht, also ich war nicht im Lager, als sie, als diese, als das auf dem Block 28 sich abgespielt hat. Za mojego pobytu one się wszystkie odbywały na bloku 20. Zu meiner Zeit geschah das Ganze auf dem Block 20. Blok 21 i 20 stanowiły kompleks, one były połączone wspólnym dziedzińcem. Blok 21 und 20, die stellten ein ganzes, ein gemeinsames Ganzes zusammen, die wurden mit einem Hof verbunden. A na bloku 20 miałem bardzo wielu przyjaciół, znajomych. Und auf dem Block 20 hatte ich sehr viele Freunde, Bekannte. Także żadna z tych akcji nie mogła zostać w tajemnicy. So, dass keine von diesen Aktionen ein Geheimnis bleiben konnte. Sie haben dann bei Ihrer Vernehmung einmal davon gesprochen, dass Sie selbst mit angesehen hätten, wie Claire in Block 21 Häftlinge herausgesucht hätte, sogenannte Vorselektionen gemacht hätte und dann die von ihm bestimmten Leute durch den Lagerarzt hätte zur Tötung bestimmen lassen. To jest ten wypadek, o którym tu zacząłem opowiadać, że Claire zabierał karty, zanim ci chorzy doszli do Lagerarzta, on już podejmował jakąś decyzję. Das war der Fall, von dem ich ja vorher berichtete, dass Claire die Karten nahm und bevor überhaupt die Kranken zum Arzt kamen, irgendeine Entscheidung getroffen hat. Nun, dass Claire selbst nachher diese Injektionen ausgeführt hat, darüber können Sie nichts sagen. Ja mogę tylko powiedzieć, zazwyczaj SDG przesiadywał na naszym bloku, na 21. Ich kann lediglich das sagen. Gewöhnlich saß ein SDG auf unserem Block 21. Tam był tak zwany pokój lekarski, w którym oni przebywali. Dort war ein sogenanntes Ärztezimmer und dort hielten sie sich auf. Każdy jego krok na inny blok był obserwowany przez więźniów. Jeder Schritt von einem SDG in anderen Block wurde von den Häftlingen beobachtet. Natychmiast podawano sobie wiadomości, że poszedł na taki blok, zrobił to a to. Man hat sich sofort eine Nachricht gegeben, er ging auf so einen Block und hat das und das getan. Czy wyjście Claire'a z bloku 21 na 20, to wielokrotnie łączyło się z akcją szpilowania?
wenn Claire von Block 21 auf den Block 20 ging, da war es in vielen Fällen mit der Aktion des Abspritzens verbunden. Ja tylko widziałem, jak chorzy wychodzili na 20 Block i jak Claire wychodził na 20 Block. Wchodził z mojego bloku. Ich habe lediglich gesehen, wie Claire auf den Block 20 ging und wie die Kranken auf den Block 20 gingen. Ja. Sie haben dann weiterhin einmal gesagt, dass es für Claire schon genügt hätte, wenn ein Häftling Jude gewesen sei und 38 Grad Fieber gehabt hätte. Seine Frage wäre dann gewesen, bist du Jude? Schaut auf die Fieberkurve oder maß selbst das Fieber. Und diese Selektion aus eigenem Antrieb seien oft so überraschend gekommen, dass es ihnen gar nicht möglich gewesen wäre, selekcjonsverdächtige Kranke vorher zu verstecken. Tak jest. Ten pierwszy wypadek, który opisałem, to było 7 czy 8 Żydów. On pytał się wyraźnie, czy to są Żydzi. Bei dem ersten Fall, den ich beschrieben habe, da waren 7 oder 8 Juden. Er hatte deutlich gefragt. To nie byli ciężko chorzy. Das waren keine Schwerkranken. Leżeli na sali, gdzie byli lżej chorzy. Sie lagen im Saal, wo leichte Kranke lewa sala na górze, waren. Na bloku. Das war der linke Saal oben auf dem Block. Początkowo do selekcji byli, przychodzili wszyscy chorzy, bez względu na narodowość. Am Anfang zur Selektion kamen alle Kranken ohne Unterschied der Nationalität. W 43 roku, już od początku 43 roku, wołano na selekcję prawie wyłącznie więźniów żydowskich. Vom Anfang 1943 an rief man zur Selektion fast ausschließlich die jüdischen Kranken. Zwłaszcza u nas na bloku był taki przypadkowy podział. Nie wiem, besonders czy bei uns auf dem Block war das so eine zufällige Einteilung. Że na tej wielkiej sali chirurgicznej leżeli prawie że wyłącznie Żydzi. Było 250 chorych na jednej sali. Es war so, dass im großen Saal der chirurgischen Abteilung lagen ausschließlich Juden, das waren 250 Personen, die im Saal waren. Ja, ich wollte von Ihnen hauptsächlich wissen, ob Sie außer diesem Fall, den Sie uns geschildert haben, im September 1942, ob Sie auch noch in anderen Fällen Claire festgestellt haben, wie er aus eigenem Antrieb und ohne, dass es ein Arzt ihm verordnet hatte, hier Selektionen vornahm und dass die Leute dann auch daraufhin getötet worden sind. Tak, ja przypominam sobie może mniej wyraźniej na początku 43 roku. Ich erinnere mich an einen Fall, der vielleicht nicht so deutlich ist. Das war Anfang 1943. Claire zarządził przegląd chorych. Ordnete Claire so eine Überprüfung der Kranken an. Przez lekarzy więźniarskich. Und zwar durch die Häftlingsärzte. To znaczy, Claire powiedział tym lekarzom, że oni sami mają wybrać ciężko chorych. Das heißt, Claire hat den Häftlingsärzten gesagt, sie selbst sollen die Schwerkranken herausholen. Zrobiono zbiórkę tych chorych i czekano na Lagerarzt. Man versammelte diese Kranken und wartete auf den Lagerarzt. Wiem tylko, że wpadł w ten czas Claire, krzyczał strasznie. Ich weiß nur, dass Claire damals gestürzt kam und er schrie sehr. Następnie po jakimś godzinie dopiero przyszedł Lagerarzt. Und erst nach einer Stunde kam der Lagerarzt. I w ten czas robił tą wybiórkę Lagerarzt. Damals wurde die Selektion von dem Lagerarzt durchgeführt. Był przy niej obecny Claire. Claire war dabei anwesend. Cały czas, ja nie wiem czy pod wpływem alkoholu, ale w każdym razie krzyczał na tych chorych. Die ganze Zeit, ich weiß nicht, vielleicht aufgrund des Alkohols, aber er schrie auf die Kranken, er schrie die Kranken an. Ci chorzy, którzy starali się wyglądać jak najlepiej przed lekarzem, byli tak zastraszeni, że kryli się między łóżkami. Die Kranken, die versucht haben, so stramm wie möglich von dem Arzt zu erscheinen, die waren derart erschrocken, dass sie sich unter die Betten, zwischen den Betten versteckt haben. W tej wybiórce, o której opowiadałem, tej wybiórce do gazu, to zdaje się w listopadzie 42 roku. Bei dieser Selektion für die Vergasungen, von der ich gesprochen habe, ich glaube im November 1942.
wybrano, to pamiętam wyraźnie, dwóch zupełnie, prawie że zupełnie zdrowych już chorych. Wurden zwei, ich erinnere mich ganz genau, fast ganz gesunde Kräftlinge, Häftlinge ausgesondert. Oni już byli parę tygodni po zaleczeniu. Sie waren schon, fast zwei Wochen, nachdem ihre Phlegmone ausgeheilt wurde. Ja, nun hatte ich Sie an sich gefragt, ob Sie uns etwas berichten können über solche Selektionen, die Claire ohne einen Lagerarzt gemacht habe. Sie haben uns den einen Fall geschildert vor diesem hohen Besuch im September 1942 und haben uns jetzt einen Fall geschildert Anfang 1943, wo aber Sie zum Schluss sagten, die eigentliche Selektion wurde dann durch einen Lagerarzt durchgeführt. Ja. Also andere Fälle, wo Claire ohne Zuziehung eines Arztes von sich aus verfügt hat, wer hier umgebracht werden soll, da haben Sie das nicht erlebt. Nie mogę sobie przypomnieć dokładnych danych o takich selekcjach. Ich kann mich nicht genaue Angaben über solche Selektionen erinnern. Nun etwas ganz anderes. Sie sind, wie Sie uns gesagt haben, am 4.9.42 überhaupt erst nach Auschwitz gekommen. Und Sie sind dann später in den Häftlingskrankenbau überführt worden. Sie haben Claire persönlich gekannt. Also es bestand für Sie gar kein Zweifel, dass die Person, die Sie mit dem Namen Claire verbunden haben, auch wirklich Claire gewesen ist. To na pewno, bo interesowałem się względu na moje familijne sprawy. Das war ganz bestimmt so, weil ich mich aufgrund meiner familiären Geschichten dafür interessiert habe. Ja, Claire hat uns nämlich hier wiederholt und jedes Mal und nach jedem Zeugen, der hier vernommen worden ist, gesagt und behauptet, er sei bereits im Sommer 1942 als Sanitätsdienstgrad abgelöst worden und könne deshalb weder im Herbst 1942, geschweige denn Anfang 1943, noch im Häftlingskrankenbau tätig gewesen sein. Nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Entspricht nicht der Wahrheit. Wissen Sie... Znaczy, pierwsza część tego twierdzenia, bo że on potem miał kontakt ze szpitalem obozowym, to jest prawda, ale... Ja, das heißt, der erste Teil, dass er später in Verbindung mit dem Krankenbau stand, das stimmt. Was verstehe ich darunter? Nieprawdą jest, że przestał pracować w lecie 1942 roku das jako heißt, SDG w szpitalu. Das ist nicht wahr, dass er im Sommer 1942 aufgehört haben sollte, als SDG im Krankenbau zu arbeiten. Ja. Also ist prawda? Wissen Sie zufällig, wie lang er denn dort tätig war im Krankenbau? No, ja mogę z całą pewnością powiedzieć, że na początku 1943 roku był jeszcze jako SDG w Häftlingskrankenbau. Ich kann mit voller Bestimmtheit sagen, dass noch am Anfang 1943 er als SDG im Krankenbau tätig war. War neben dem Claire noch ein anderer SDG tätig? W tym samym okresie? In der ganzen Zeit? Wie? Ich weiß es ja nicht, wie es der Zeuge in Erinnerung hat. Były oskarżony Szerpe, Hantel. Der Angeklagte Szerpe, Hantel war ja da. Potem Niedźwicki. Niedźwicki. Waren die zur gleichen Zeit dort, in der auch Claire in diesem Krankenbau tätig war? Oni byli jednocześnie w tym samym czasie, w którym Claire tam był. O ile ja sobie przypominam, Hantel był po Claire. Soweit ich mich erinnern kann, war Hantel nach Claire. Ja. Nun, können Sie sich entsinnen, dass an Weihnachten 1942 eine Selektion stattgefunden hat? Tak, ja powiedziałem o tym wypadku, znaczy o tym, to, który dział się na sali 21. bloku gdzieś pod koniec grudnia. To ja, das war, ich habe von dem Fall gesprochen, Ende Dezember, habe ich gesagt, 1942, auf dem Block. Z naszego bloku to było tylko paru więźniów. Von unserem Block waren das nur einige Häftlinge. Moment, da muss ich hier zunächst etwas klarstellen. Wann hat er gesprochen von Ende Dezember 1942? Ich habe das bisher nicht mitbekommen, aber es kann sich ja um einen Hörfehler handeln.
po końcu grudnia 1942 roku. Jak to kiedy mówimy? No, w związku z czym pan o tym mówił? W związku z selekcjami. Ja, in Verbindung mit den Selektionen. Ja, also hat uns bisher von einer Selektion Ende September 1942 berichtet. Hat uns dann von einer Selektion von Anfang 1943 berichtet und hat dann gesagt, dass er im 1942 noch zwei Selektionen erlebt habe, wo der Lagerarzt mit Hilfe von Claire diese Selektion durchgeführt haben. Von Ende Dezember haben Sie uns bisher nichts gesagt. Doch, nun, was wissen Sie? Doch? Doch diese 7 und 8 Juden, glaube ich, von der Türkei. Ja. Das waren diese 7 und 8 Juden von seinem Block, von dem die reden. So, nun also dann schildern Sie uns noch einmal, ob Sie im Gedächtnis haben, dass an Weihnachten, nämlich am Weihnachtstag 1942, eine Selektion durchgeführt wurde, von wem und wie das vor sich ging. Ja nie byłem cały czas przy tej selekcji. Ja widziałem. Ich war nicht die ganze Zeit bei dieser Selektion dabei. Widziałem Klera na bloku 21. Ich habe Claire auf dem Block 21 to gesehen. Jest prawdopodobne, że to było w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Das ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um die Weihnachten 1942 handelt. W ten czas wybrano z bloku 21 z góry, znaczy z damals wurden aus dem Block 21 vom Saal oben kilku więźniów, einige Häftlinge ausgesucht. Pamiętam to dlatego, że to łączyło w czasie Świąt Bożego Narodzenia uciekło kilku więźniów. Ich erinnere mich deswegen daran, weil während der Feiertage, während der Weihnachtsfeiertage einige Häftlinge geflüchtet sind. I mówiliśmy właśnie z kolegami przy tym stole wigilijnym o tych dwóch wypadkach, o und tym, że na święta sprachen eben szpiluje an, się am ludzi. Weihnachtstisch sozusagen von diesen zwei Fällen, dass Weihnachten die Menschen abgespritzt złe werden. I dobre wypadki w die okresie guten świąt. Und die bösen Fälle während der Feiertage wurden besprochen. Ja, es haben uns hier Zeugen Folgendes geschildert. Sie seien sehr froh gewesen, als sie gehört hätten, dass an diesem Weihnachtsfest der Lagerarzt, wenn ich nicht irre, war es Dr. Endres, nicht da sei. Und sie hätten schon aufgeatmet und hätten gehofft, dass wenigstens an diesen Feiertagen nichts Schlimmes passieren könnte. Und umso größer wäre ihr Schreck gewesen, als dann anstelle von dem Dr. Endres eben der Angeklagte Claire gekommen wäre und seinerseits Selektionen vorgenommen hätte, die dann zur Tötung geführt hätten. Ja, nie wiem, czy na innych blokach był Lagerarzt, tego nie mogę powiedzieć. Na naszym bloku w ten czas Lagerarzta nie widziałem. Ob auf anderen Blocks Lagerarzt gewesen ist, das kann ich nicht sagen. Auf unserem Block habe ich dabei keinen Lagerarzt gesehen. Nie widziałem natomiast dokładnie przebiegu tej selekcji. Ich habe jedoch nicht genau den Verlauf dieser Selektion beobachtet. Widziałem Klera, który mustrował, jak to się u nas nazywało, tych kilku więźniów. Ich habe den Claire gesehen, wie er diese einigen von unseren Häftlingen untersucht, also überprüft hatte. I ci więźniowie przeszli na blok 20. Und diese Häftlinge gingen dann auf den Block 20. Mówiono wówczas powszechnie, natychmiast po tym wypadku, że zostali tam razem z innymi zabici. Man hat im Allgemeinen unmittelbar danach davon erzählt, dass sie zusammen mit den anderen dort getötet wurden. To widziałem. Natomiast słyszałem od kolegów z bloku 20 i z innych bloków, że wówczas, o ile pamiętam teraz, przeszło 100 więźniów zabito. Das habe ich gesehen. Gehört habe ich von den Kameraden von anderen Blocks, dass auf dem Block 20 etwa z różnych bloków, von verschiedenen Blocks szpitala, etwa 100 Häftlinge getötet wurden. Und diese Häftlinge von verschiedenen Blocks des Krankenbaus stammten. Claire hat uns hier gegenüber wiederholt erklärt, das könne nicht so sein, denn entweder sei er an diesem Weihnachtsfest in Urlaub gewesen oder er sei eingesperrt gewesen, sodass er also keinesfalls derjenige gewesen sein könne, der an diesem Weihnachtsfest eine solche Selektion durchgeführt hätte. No, ach,
Ja powtarzam to, co widziałem. Ja w ten czas robiłem te słynne lampy dla Klera. Ich wiederhole nur das, was ich eben gesehen habe. Ich habe damals diese berühmten Lampenschirme für Claire gemacht. Ja. Być może, że wyjechał na święta, czy był na urlopie, nie wiem, ale ja go widziałem tam w tym dniu. Es ist möglich, dass er für die Feiertage in Urlaub gefahren ist. Ich habe ihn an diesem Tage jedoch gesehen. Ja. Nun, wussten Sie etwas noch davon, dass sogenannte Geheimnisträger unter den Häftlingen, die bei einem Zusammenbruch unweigerlich getötet worden seien, aus dem Lager weggebracht worden sind, beziehungsweise dass ihnen die Flucht ermöglicht worden ist? Da geht's. Jawohl. Mogę opowiedzieć o jednym bardzo znamiennym przypadku. Ich kann einen sehr bedeutungsvollen Fall berichten. Chodziło tu o doktora Salomona. Das war Dr. Salomon. Z bloku 10. Aus dem Block 10. To był blok eksperymentalny. Das war ein Versuchsblock. Wysoki sąd na pewno już tą sprawę tutaj, blok Bericht tego bloku poznał. Hat ja sicher den Fall dieses Blocks, also die Sache dieses Blocks kennengelernt. Sam osobiście czytałem list tego lekarza, skierowany do Himmlera. Ich habe selbst persönlich einen Brief dieses Arztes, der an Himmler gerichtet wurde, gelesen. Mianowicie wszyscy więźniowie, którzy chcieli korespondować z wyższymi władzami, musieli listy składać w naszej Schreibstube. Das war nämlich so, dass alle Häftlinge, die mit den höheren Persönlichkeiten, hochgestellten Persönlichkeiten korrespondieren wollten, mussten diese Briefe in unsere Schreibstube abgeben. Także z komendanturą obozu, also. Auch mit der Lagerkommandantur. Pamiętam dość dokładnie treść tego listu. Ich erinnere mich ziemlich genau an den Inhalt dieses Briefes. Doktor Samuel prosił, aby uratować jego córkę. Dr. Salomon bat, seine Tochter zu retten, która była w Birkenau. Die in Birkenau war. Powoływał się na swoje zasługi. Er berief sich auf seine Verdienste dla Niemiec. Für Deutschland. W czasie pierwszej wojny był lekarzem na froncie. Während des ersten Krieges war er Arzt an der Front. Został ciężko poszkodowany w ataku gazowym. Er wurde schwer verwundet in einem Fliegerangriff, bei einem Gasangriff. Następnie mieszkał w Kolonii. Dann lebte er in Köln. Działał tam przeciwko okupacji angielskiej. War dort gegen die englische oder französische Besatzung tätig. Został za to odznaczony czy wyróżniony przez parlament niemiecki. Dafür wurde er durch das Parlament der Weimarer Republik ausgezeichnet. I prosił, żeby w uznaniu tych zasług jego córka była z obozu zwolniona. Und er bat aufgrund dieser Verdienste seine Tochter zu entlassen. To było w jesieni 43 roku. Das war Herbst 1943. Chyba po kilku dniach wyprowadzono go z obozu. Ich glaube, nach einigen Tagen wurde er aus dem Lager geführt. I nigdy do obozu nie wrócił, przyszło tylko rozporządzenie, żeby sporządzić Todesurkunde. Er kam niemals ins Lager zurück. Es kam nur eine Anordnung, eine Todesmeldung auszufertigen. To wiem, to widziałem. Słyszałem natomiast. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Że został, są dwie wersje, że albo został zawieziony do Birkenau i tam zastrzelony w krematorium. Ich habe gehört jedoch, es gibt zwei Versionen. Die eine Version sagte, er wurde nach Birkenau gebracht und dort erschossen. Albo w starym krematorium w obozie pierwszym, w obozie centralnym. Oder im alten Krematorium im Stammlager. To był właśnie typowy Geheimnisträger, mianowicie on pracował z Klausenem, nie z Klausenem, z Klaubergiem i lekarzami, którzy przeprowadzali doświadczenia na kobietach. Er war ein typischer Geheimnisträger. Er arbeitete nämlich zusammen mit Dr. Klauberg und innymi lekarzami und mit den anderen SS-Ärzten, die Versuche mit den Frauen dort durchgeführt haben. Ja.
Ist zur Person des Angeklagten Claire noch etwas zu fragen? Von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft, von Seiten des Nebenklägers, Rechtsanwalt Ormond, Dr. Kaul, von Seiten des Herrn Rechtsanwalt Göllner, nichts mehr zu fragen. Bitte schön, Rechtsanwalt Göllner. Bei der Vernehmung am 27.02.1962, Herr Teuge, haben Sie angegeben, dass bei der großen Selektion wegen der Typhusepidemie etwa 500 Häftlinge vergast worden sind. Andere Zeugen haben diese Zahl mit 800 und mehr genannt. Ja podawałem w zeznaniach wiadomość, którą ja przecież nie widziałem. Mnie w ten czas nie było w obozie. Ich habe bei meinem Verhör doch die Angaben gemacht über etwas, was ich selbst nicht gesehen habe. Ich war doch damals nicht im Lager. Das war doch August. Er kann es nicht wissen. Er kann ja nur das sagen, was ihm zugetragen worden ist. Aber Boger, von Ihnen möchte ich ganz gern wissen, warum haben Sie die Totenbücher dort abgeholt? Das habe ich nicht abgeholt, Professor. Hier muss jemand irrtum handeln. Das ist offensichtlich eine Sache, die mit der Aktion Dr. Morgen zusammenhängt. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, aber mit der Sache hatte ich nichts zu tun. In der Hinsicht nicht. To było, wolno powiedzieć? Okay. To było przed przybyciem tej komisji. Myśmy sądzili i sądzimy w dalszym ciągu, że politische Abteilung nie bardzo wiedziało, jaka komisja przyjedzie. Das war bevor diese Kommission angekommen ist. Wir waren damals der Meinung, dass die politische Abteilung nicht gewusst hat, aus welchem Grunde diese Kommission kommt. Also ich habe die Bücher nicht abgeholt und mir war das Auftreten der Aktion Morgen vorher nicht bekannt. Erst mit dem Eintreffen. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Dann, Herr Zeuge, bitte? Herr Staatsmann. Ich weiß nicht, nur wenn die Vernehmung abgeschlossen ist. Nein, wir wollen dann noch zu Scherbe ihn hören. Herr Zeuge, können Sie sich auch an den Angeklagten Scherbe noch erinnern? No, Scherpego o wiele mniej znam, aniżeli oskarżonego Klera. Ja, den Scherpe kenne ich viel weniger als den Angeklagten Kler. Nie miałem żadnego osobistego kontaktu z nim. Ich stand in keiner persönlichen Verbindung mit ihm. Osobiście znałem o wiele lepiej Handla, aniżeli Persönlich Scherpego. Kannte ich Handel besser als Scherpe. Ja. Wissen Sie etwas von der Tötung von 60 jüdischen Jungen aus Polen im Alter von 12 bis 14 Jahren oder 8 bis 14 Jahren, die von Birkenau nach Auschwitz in Stammlager verbracht worden sind? Czy panu wiadomym jest coś o zabiciu 60 żydowskich chłopców w wieku od 12 do 14 lat, czy 8 do 14 lat, którzy z Brzezinki zostali przewiezieni do Oświęcimia? To było po selekcji w Birkenau. Das war nach einer Selektion in Birkenau. Najpierw powiem to, co słyszałem, zuerst sage ich das, was ich gehört habe, was sich übrigens später bestätigt hat. To była bardzo dramatyczna selekcja. Tym chłopcom kazano przechodzić przed. Das war eine sehr dramatische Selektion. Man hat den Jungen befohlen, w pewnej wysokości metra, ileś tam centimetrów, unter einer Rampe, die so bestimmte Höhe von so und so vielen Zentimetern hatte. I wszyscy ci mniejsi i słabsi byli wyznaczeni na zabicie. Und alle diese Jungs, die kleine oder schwäche waren, die waren sie waren dem zum Tode vorgesehen. O ile sobie przypominam, oni przyszli do obozu centralnego, do nas. Soweit ich mich erinnere, sie kamen in das Stammlager zu uns. Już z tą wiadomością o selekcji. Mit dieser Nachricht von der Selektion. To znaczy więźniowie, którzy równocześnie przybyli z Birkenau z pracy do Oświęcimia, już mówili o tym, jak wyglądała tamta selekcja. Das heißt, die Häftlinge, die bereits von Arbeit aus Birkenau zurückkamen, berichteten da von dieser Selektion. Ta wiadomość się bardzo szybko rozeszła wśród personelu blokowego. Die Nachricht verbreitete sich sehr schnell unter dem Personal des Blocks. Oni jakoś bardzo długo stali na alei obozowej. Kinder standen so ziemlich lange auf der Lagerallee. W
każdym razie część z nich została po prostu rozebrana przez Blockschreiberów jako personel pomocniczy. Pewna grupa. Eine Gruppe von ihnen wurde als Hilfspersonal von dem Blockpersonal übernommen. Reszta została zaszprycowana. Der Rest wurde abgespritzt. Jeden z nich był u nas zresztą, pracował w Schreibstube naszego bloku, jeden eine, z tych uratowanych. Einer von diesen Geretteten arbeitete übrigens bei uns auf der Schreibstube. Wer hat die Tötung von diesen Kindern vorgenommen? Ja nie widziałem, mówiono w ten czas, że przy tym był Szerpe i bodajże Hantel. Ich hab's nicht gesehen, man sprach davon, dass dabei Szerpe und eventuell Hantel dabei gewesen ist. Wissen Sie etwas von einer Tötung von polnischen Jungen aus Samos? To było z początkiem 1943 roku. Das war am Anfang 1943. Ja, und wer hat diese Tötungen vorgenommen? Szerpe i pewną grupę Hantel. Und eine Gruppe Hantel. Haben Sie das selbst gesehen? Nie, nie widziałem. Nein, ich ja nigdy nie byłem na bloku 20 w czasie wykonywania. Ich bin niemals auf dem Block 20 während der Tötung mit den Spritzen anwesend gewesen. Widziałem Hantla po tej drugiej grupie, bo to były dwie grupy. Ich habe Hantl nach der zweiten Gruppe, weil da zwei Gruppen waren, gesehen. Hantl był bardzo załamany. Hantl war sehr zusammengebrochen. Pamiętam, że siedzieliśmy razem. Hantl oder Scherben? Hantel. Hantel war sehr zusammengebrochen. Tak. Myśmy siedzieli razem przed 20 blokiem na schodach. Wir saßen zusammen vor dem Block 21. Vor dem Block 21 auf der Treppe. Pamiętam, że on w ten czas bardzo przeklinał wojnę. Ich erinnere mich, dass damals sehr über den Krieg fluchte. Opowiadał o swoim życiu poprzednim, bodajże pochodzi z Sudetów. Er erzählte von seinem früheren Leben. Ich glaube, er stammt aus Sudetenland. Oprócz tego wypadku, jeśli wolno mi już mówić o Hantlu, zabicia tej grupy dzieci zamojskich, myśmy go traktowali jako człowieka bardzo spokojnego i nieszkodliwego. Oprócz, außer diesem einen Fall der Tötung der Kinder aus der Gegend von Zamość, haben wir Hantl für einen ruhigen Menschen, spokojnego i... Spokojnego i nieszkodliwego. Für einen ruhigen und unschädlichen Menschen gehalten. Er hat nichts mehr getan, als man ihm befohlen hatte. Ja. Er hat auch nie allein selektiert. Nigdy. Niemals. Hat Szerpe allein selektiert? Nie widziałem Szerpego przy tym. Dabei habe ich den Szerpe nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich habe keine Frage mehr an den Zeugen. Haben die Herren Damen vom Gericht keine Frage mehr? Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, ich glaube, es werden noch mehrere Fragen im Zusammenhang sein, auch bei, von der Verteidigung. Es wird vielleicht zweckmäßig sein, wenn wir die Mittagspause haben. Ich glaube nicht, dass die Verteidigung viele Fragen haben wird, denn bezüglich Claire ist bereits gefragt, es kämen nur noch Scherb und Hantl in Frage. Ich glaube nicht, wir können das ruhig noch fertig machen, Herr Staatsanwalt. Ja, dann möchte ich Ihnen einen Vorhalt machen, Herr Holui. Sie können sich erinnern, dass Sie mal im Jahre 1962 von mir vernommen worden sind. Tak ist. Ja. Und ja. Damals sind Ihre Erinnerungen an die Erschießungen aufgenommen worden. Und es ist auch aufgenommen worden, die erste Erschießung, an die Sie sich erinnern können, speziell weil, wie Sie heute sagten, das Ihr Namenstag war. Damals ist nicht aufgenommen worden, dass, wie Sie heute sagen, der Angeklagte Boger die zu erschießende Gruppe zum Block 11 geführt hat. Ich möchte Sie bitten, Ihr Gedächtnis zu diesem Punkt ganz besonders stark noch einmal anzustrengen und Ihnen in diesem Zusammenhang vorhalten, dass wir der Auffassung sind, soweit wir das bis jetzt haben ermitteln können, dass der Angeklagte Boger nicht vor Dezember 1942 nach Auschwitz gekommen ist. Sie haben damals von einer Erschießung gesprochen im Jahre 1943, bei der der Angeklagte Boger
wie Sie es heute auch geschildert haben, dort mit hingegangen ist. Mogę odpowiedzieć? Ja. To jest możliwe. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ja nie czytałem swoich zeznań od tego 60. Das roku. Das ist möglich. Und da wollte ich nur sagen, ich habe meine Aussage von damals nicht gelesen. Ja. Po prostu teraz od początku zacząłem sobie odtwarzać te fakty. Ich habe jetzt einfach begonnen, dieses Ganze mir wieder vor den Augen zu führen. Prosiłbym, żeby Wysoki Sąd zrozumiał, że jeśli się widziało Bogera przy wielu egzekucjach. Bitte verstehen Sie, dass in dem Fall, wenn man Boga bei so vielen Exekutionen gesehen hat. Można łatwo powiedzieć, że był przy której nie był. Da ist es nicht schwer zu sagen, dass bei einer Exekution gewesen ist, bei der nicht war. Wydawało mi się, tak jak wczoraj jeszcze myślałem o zeznaniach, że to był Boger. Es scheint mir, so wie ich sogar gestern noch darüber gedacht habe, dass es Boger gewesen ist. Ale nie upieram się przy tym fakcie. Aber ich möchte nicht dabei unbedingt bleiben. Bo widziałem go przy innych egzekucjach. Weil ich ihn bei anderen Exekutionen gesehen habe. O wiele gorszych i o bardziej szczęsających. Die viel schlimmer und viel aufregender waren. Können Sie sich noch erinnern, wer Ihnen von dem Tod des Herrn Dr. Weiner berichtet hat? Stanisław Głowa. Und wann war das? Im Lager oder nach dem Lager? Im Lager. Und was hat er Ihnen damals gesagt? Daran kann ich mich nicht genau erinnern. Aber er sagte mir folgendermaßen ungefähr. Że wszystkim on osobiście znał profesora Weinera. Vor allem kannte persönlich den Professor Weimer. Bodajże był jego uczniem nawet. Ich glaube, war sogar sein Schüler. Że on przybył w grupie około 160 prominentnych osób z Krakowa. Dass in eine Gruppe von etwa 160 prominenten Persönlichkeiten der Stadt Krakau gekommen ist. Że reszta została, że olbrzymia większość została rozstrzelana. Dass der größte Teil davon erschossen wurde. Paru leżało w szpitalu ciężko chorych. Einige schwer kranke im Krankenbau lagen. Wśród nich właśnie mój krewny. Unter ihnen war auch mein Verwandter, Professor Weimer. Że zażądano, aby go przetransportowano na blok 11 celem wykonania egzekucji. Dass man aufgefordert hat, ihn auf den Block 11 zu überführen, dort die Exekution vorzunehmen. Że on oświadczył, że chory jest transportunfähig, tak było w obozie zawsze. Dass darauf erwiderte, der Kranke sei nicht transportfähig. Że w ten czas przyszedł Claire. Dass daraufhin Claire kam. I dał mu zastrzyk fenolu. Und jemu i tym paru, którzy zostali na bloku. Ihm und den anderen, die dort im Block geblieben sind, die Phenolspritze gegeben hat. Ja. Sie haben damals bei Ihrer Aussage angegeben, der Herr Glowa habe Ihnen erzählt, habe es selbst gesehen. Tak jest. Jawohl. Jawohl. Entspricht das Ihrer Erinnerung? Hat er Ihnen das damals im Lager gesagt? Tak jest i tak całej rodzinie potem po obozie, przecież na podstawie tej relacji opowiadałem. Und so habe ich auch der ganzen Familie aufgrund dessen im Lager erzählt. Ja. Ja. Herr Fussen, ich habe keine Frage an den Zeugen mehr, darf aber das Gericht darauf aufmerksam machen, dass der von dem Zeugen geschilderte Besuch eines höheren SS-Arztes in dem Tagebuch des Professor Krämer festgehalten ist. Der Besuch des ich glaube, Reichsarzt war er, Grawitz, um diese Zeit. Ja. Herr Rössmann. Eine Frage, Herr Zeuge. Erinnern Sie sich noch daran, was mit den verletzten Häftlingen nach diesem Luftangriff vom Oktober 1944 geschah? Wenn Sie das ganz kurz schildern wollten. Ja. 13. września 1944 roku. Am 13. September 1944 nadleciała eskadra samolotów prawdopodobnie angielskich albo amerykańskich. Kam eine Gruppe der englischen oder amerikanischen Flugzeuge. Rzuciła kilka bomb und na sie warfen einige Bomben auf das Gelände des Lagers. Bomby spadły na tak zwane Bekleidungswerkstätte. Die Bomben fielen auf die sogenannten Bekleidungswerkstätte. Tam zburzyły blok, w którym pracowali więźniowie. Dort zerstörten sie den Block, in dem Häftlinge arbeiteten.
Spadła też jakaś bomba na obozującą tam dywizję SS, podejrzewam, Viking. Eine Bombe fiel, na oddział tej dywizji. Fiel ebenfalls auf eine Einheit der dort lagernden, auf die Zelten, zeltenden Einheit, SS-Einheit, ich glaube Wikinger. Zginęło w ten czas kilkudziesięciu, do stu można powiedzieć, więźniów i SS-manów. Dabei wurden, man kann sagen, bis 100 Häftlinge und SS-Männer getötet. I prawie tyle samo było rannych, ciężko lub nierannych. Und fast genauso viel gab es leicht und schwer Verwundete. Natychmiast po alarmie lotniczym, unmittelbar nach dem Fliegeralarm, więźniowie ze szpitala ochotniczo przylecieli na bramę, żeby pomagać zarówno więźniom, jak i zesłanom. Kamen freiwillige Häftlinge aus dem Krankenbau, um sowohl den Häftlingen als auch den SS-Männern zu helfen. Ja sam biegłem tam z noszami, z jednym ich z sanitariuszy. Selbst lief dahin mit der Tragbare, mit einem der Sanitäter. Braliśmy rannych SS-manów do naszego szpitala więźniarskiego. Wir nahmen dabei die verwundeten SS-Männer in unserem Häftlingskrankenbau auf. W naszym szpitalu robiono mi opatrunki i pierwsze operacje. Robiłem? Robiono. In unserem Krankenbau machte man auch, legte man auch die ersten Verbände auf und führte die Operationen durch. Natomiast ciężko ranni więźniowie leżeli na moim bloku na 21. Die schwerkranken Häftlinge lagen bei mir auf dem Block 21. Na drugi dzień, to znaczy 14, otrzymali oni, znaczy nie wszyscy, tylko cała ta grupa, kilkanaście fiołków alpejskich w doniczkach od komendantury obozu. Która grupa, tych ciężko rannych więźniów. Am nächsten Tag, also am 14. bekam diese Gruppe von den verwundeten Häftlingen Alpenfeilchen von der Kommandantur des Lagers. I czekoladę z paczek Czerwonego Krzyża. Und auch Schokolade aus den Paketen des Roten Kreuzes. Byliśmy tym wypadkiem, muszę powiedzieć, przyjemnie zdziwieni. Wir waren durch diesen Fall, ich muss sagen, angenehm erstaunt. Traktowaliśmy jako pewien dowód uznania, że ratowaliśmy jednak SS-manów tak samo jak więźniów. Wir fanden das damals als eine gewisse Anerkennung dafür, dass wir nicht nur Häftlinge, sondern auch die SS-Männer retteten. Wszyscy ci ciężko ranni zostali wybrani do gazu i zagazowani. Alle die Schwerkranken wurden dann ausgesucht und vergast. Zdaje mi się, że to było właśnie w tym okresie, o którym oskarżony Kler mówi, że z powrotem miał kontakt z obozem. Ich glaube, das war eben diesen Zeitpunkt, von dem Claire sprach, dass er wiederum in Verbindung mit dem Krankenbau stand. Erneut in Verbindung mit dem Krankenbau stand. Bo przedtem jego kontakt tylko polegał na tym, że króliki chował między blokiem 20 a 21. Weil später, vorher, seine Verbindung mit dem Krankenbau bestand daran, dass er Kaninchen auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 züchtete. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Dr. Kaul, Herr Rechtsanwalt, keine Frage? Eine Frage habe ich. Herr Zeuge, können Sie sich an folgenden Vorgang erinnern? Es soll einmal ein Häftling einen anderen der SS angezeigt haben. Bitte? Es soll ein Häftling, einen anderen Häftling, einmal bei der SS angezeigt haben. Und da hätte der Angeklagte Handel die Häftlingspfleger zusammengerufen und hätte ihnen gesagt, dass er doch dafür nun gar kein Verständnis hätte, wenn ein Häftling den anderen zur Anzeige bringe. Danke. Jawohl. Danke. Es war so ein Fall. Sie haben auf die Frage des Vertreters der Nebenklage gesagt, diese Häftlinge, die zunächst ausgezeichnet worden seien durch Schokolade und Alpenfeilchen, seien später vergast worden. Woher wissen Sie das? Ja, pracowałem przecież na tym bloku. Ich habe doch in diesem Block gearbeitet. Ja, ich halte Ihnen vor, dass Sie auf Blatt 11.659 gesagt haben, einige Tage später sind diese Häftlinge aussortiert und vermutlich noch vergast worden. No, on, zajechały auta, była selekcja,
tych ciężko chorych załadowano na auto. Also die Lastautos kamen, es gab eine Selektion vorher, diese Schwerkranken wurden auf die Lastautos verladen. Und wedle naszej praktyki, jeśli chorych ładuje się na auta do Birkenau, to znaczyło tylko i wyłącznie aus unserer Erfahrung, da bedeutete es, wenn man die Schwerkranken auf die Lastautos heraufbringt und sie nach Birkenau abtransportiert, dann bedeutete es in jedem Fall den Tod. Gut, weitere Frage. Sie haben vorhin geschildert von der ukrainischen Häftlingsgruppe und erklärt, die Ukrainer seien nationalistisch und antijüdisch eingestellt gewesen. Waren die Polen projüdisch eingestellt? Wysoki Sądzie, nie było pytania o polską grupę i ukraińską grupę. Nikt nie pytał, jakie były polskie grupy. Mówiliśmy o konkretnej ukraińskiej grupie. Hohes Gericht, es gab keine Frage von einer, über eine polnische und ukrainische Gruppe. Ich wurde von, Polaków było dość sporo antysemitów. Ukrainische Gruppe gefragt. Ale nie było żadnej grupy w obozie antysemickiej zorganizowanej. Unter den Polen gab es viele Antisemiten, aber es gab keine organisierte polnische antisemitische Gruppe. Im Lager. Claire. Herr Direktor, ich wollte nur eine kurze Erklärung abgeben, dass ich im Jahre 1944 nicht mehr im Auschwitz im Dienst stand. Dann war ich in den Nebenlager eingesetzt. Ja. Wenn keine Erklärung mehr abgegeben ist, Herr Zeuge, müssten Sie das, was Sie uns gesagt haben, beschwören. Können Sie das mit gutem Gewissen tun? Da geht's. Jawohl. Wollen Sie den Eid in religiöser oder in bürgerlicher Form leisten? Zivil. In bürgerlicher Form. Ich spreche Ihnen den Eid zunächst vor. Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich danke schön. Gegen die Entlassung des Zeugen ist nichts einzuwenden. Der Zeugen